Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am Samstag, das ist die Samstagsfolge. Und oh, ich habe was vergessen. Ich habe sowas von vergessen. Ich habe mir voll vergessen, YouTube aufzumachen, dass ich die Grüße mir angucken kann, beziehungsweise nicht die Grüße angucken kann, sondern angucken kann, wen ich grüßen möchte, wer denn alles fleißig kommentiert hat. So, passt mal auf. Wo haben wir denn die Folge von gestern? Mir geht's wieder ein bisschen besser. Danke für die ganzen Genesungswünsche nochmal an dieser Stelle. Mir geht's ein bisschen besser. Ich bin auch wieder da und von dem her, hallo. Guti, was wollen wir noch heute machen? Ich will mal ganz kurz in die Sortieranlage gleich gucken. Dann gucken wir uns noch was anderes an und dann gucken wir mal hier und da. Vielleicht mal vermehren wir noch ein paar Küchen, holen uns noch ein bisschen Leder raus und machen uns schon mal Gedanken, was wir in der Sonntagsfolge machen wollen. Beziehungsweise die Sonntagsfolge will ich ja eine Bahnverbindung schaffen von da hinten hierher zum Haus. Das wird aber hauptsächlich unterirdisch, glaube ich, sein. Ich werde das, glaube ich, hauptsächlich unterirdisch machen. Also, da müssen wir mal gucken. Guti, aber wir gehen erstmal ganz schnell die Grüße durch. Und zwar werden gegrüßt heute der TTVLS, sei gegrüßt, Thomas, MV, Let's Player, DX360E, Sascha, Fabian, Lukas, Jens, Stahlhase, ja, und der Stahlhase. Oder die Stahlhase? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, seid mir gegrüßt. Schön, dass ihr so fleißig kommentiert. Dankeschön. So, jetzt einmal hier raus. Dann hier rum. Was habt ihr eigentlich so geschrieben? Genau, da ging es einmal um das Buch, welches ich habe. Das ist hier dieses Minecraft-Bauideen. Das Buch habe ich mir gekauft, um da mal reinzugucken. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also es ist gut, ja, aber es ist nicht perfekt. Ne? Da ist eine gute Bauidee drin und okay, der Rest ist halt so... Ja, mal gucken. Ne? Ich will mal ganz kurz gucken, was hier unten die Dinger machen. Oh, das ist tatsächlich voll. Das Ding ist auch voll. Sind auch die ganzen Leitungen dahin voll? In dem Hopper hängt jetzt Dings drinne. In dem Hopper hängen jetzt... Nee, gar nicht wahr. Ich war auf dem hier, okay. Das heißt, hier wandern noch welche rein. Hier wandern die rein. Hier wandern die nicht rein. Hier blinken die durch. Hier blinken die durch. Die wandern jetzt hier gerade rein, weil die keinen Platz mehr in der Kiste haben. Das ist gerade das Problem anscheinend. Okay. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir müssen mal gucken, wie das sonst so aussieht im ganzen System. Da habe ich mich gestern natürlich gar nicht mit befasst. Ne? Das hätte ich eigentlich gestern mal machen sollen. Ja, hier geht das so langsam raus. Das ist aber wenigstens schon mal etwas. Wie sieht das hier aus? Das ist auch fast leer. Das ist... Warte, ich wollte gerade sagen, mehr ist da in der Kiste nicht drin, das kann ja nicht sein. Also die Kisten sind auf jeden Fall, unter der Anlage sind die Kisten auf jeden Fall voll. Die ist leer, die Chest? Ne, der Hopper? Ah, okay, das Ding ist auch gut gefüllt. Die ist leer, das ist leer und das Minecart ist leer, okay. Na gut, dann ist das so, dann ist das halt leer, dann braucht es wohl doch nicht so viel Platz, wie ich erst dachte, aber was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen das noch ein bisschen, wir müssen das noch ein bisschen umsortieren, beziehungsweise noch größere Lagerplätze schaffen, beziehungsweise kann ich das nicht auch machen, dass ich einfach, ich kann doch jetzt hier hingehen und, genau, den Stein könnten wir doch rausnehmen, den da. Und da kann ich doch einfach einen Chest hinknallen, oder? Dann haben wir doch mehr Platz hier drin. Jetzt kriege ich den zwar nicht mehr auf, weil da jetzt natürlich ein Block drüber ist. Das muss ich dann gleich nochmal korrigieren. Ah, jetzt habe ich da auch den Block entfernt. Naja, gut, okay. Dann machen wir da gleich einen Slab drüber. So, jetzt haben wir hier nämlich mehr Platz drin. Und rein theoretisch müsste jetzt hier was reinfließen. Tut es aber nicht. Weil er das nicht erkennt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das hängt vielleicht damit zusammen, dass er das jetzt momentan nicht... Das darf ich auf gar keinen Fall machen. Da muss unbedingt einer drin bleiben. Unbedingt einer drin bleiben. Ansonsten ist es ja mit dem Signal, ne? Ansonsten gibt es da Probleme mit dem Signal. Und hier vorne müssen 22 drin bleiben. Aber das ist irgendwie trotzdem blockiert, ne? Ah ne, das ist der, ne? Hier kann eigentlich alles raus. Aber das fließt trotzdem nicht weiter. Aus irgendwelchen Gründen. Passt mal auf. Wir machen mal Folgendes. Und zwar... Nee, nicht da. Das stellen wir jetzt hier vorne mal auf. Okay, jetzt haben wir tatsächlich eine Aufgabe gefunden, die ich nicht so im Fokus hatte. Nämlich das Umbauen dieser Sortieranlage. Dass wir da so ein bisschen, bisschen Platz reinkriegen. Ich glaube nämlich, ich habe jetzt dadurch, dass ich hier eine Kiste untergestellt habe,
habe ich das, glaube ich, wie war das so, ne? Ja. Habe ich das, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht, das Ganze. Was natürlich nicht so. Genau so. Und hiervon wieder den in die Hand nehmen und dann das darüber werfen. Beziehungsweise man kann das auch so machen, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich natürlich. Ja, super. Das ist natürlich auch GG, ne? Denn dann hast du zwar. Ja gut, jetzt haben wir hier jemanden drin, der, mit dem wir hin und her schieben können, die Sachen, aber es ist jetzt ja auch nicht. Das ist jetzt ja auch nicht das, was ich haben will. So, pass mal auf, das weg. Das weg. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Es kann nämlich sein, dass ihm das nicht gefällt, dass da jetzt eine Doppelkiste dran ist. Deswegen machen wir es mal. Oh. Machen wir es jetzt nochmal anders. Machen so eine Doppelkiste dran. Und jetzt wird sie wieder befüllt. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich hier drüben das gleiche sein. Ne? Der kommt nicht damit kommt er nicht klar, dass jetzt hier eine Doppelkiste dran ist. Deswegen nehmen wir die einmal weg. Die auch. Habe ich die Kiste aufgenommen? Ja. Das heißt, wir machen da die Kiste rein und da die nächste Kiste. So, und jetzt kann ich das hier immer noch nicht öffnen, weil da der Stein drüber ist. Aber jetzt kann ich hier die ganzen Dinger mal reinwerfen, die mir auch so in die Tasche ploppen. War da noch einer? Ne, war nicht. Auf der anderen Seite liegen jetzt noch welche von den Körnern. Die können wir jetzt nämlich alle schön hier rein floppen lassen. Gut, und es wird jetzt auch wieder beladen neu. Ne? Jetzt ist ja die Kiste groß genug. Jetzt wird er ordentlich reingeschubst. Wir brauchen hier irgendwie einen Slab drauf. Ne? Wenn ich da einen Slab drauflegen würde, obwohl eigentlich, ja, nur hier oben, ne? Hier oben Slab. Oh, ich habe noch einen Slab dabei. Wie geil. Das passt ja. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. So, dann haben wir nämlich hier einen Slab draufgelegt. Die Kiste können wir trotzdem öffnen. Das ist in Ordnung. Wenn ich jetzt natürlich noch ein bisschen Platz in meinem Inventar hätte. Oh, guck mal, hier sind auch noch Hopper, ne? Ich habe auch den Anvil noch dabei. Stimmt, wir wollten ja eigentlich, wollten wir ja hochgehen in die, ins Baumhaus und da noch irgendwas reinlegen, ne? So, das kommt jetzt dahin. Das wollen wir jetzt einmal so rüberklicken. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Wenn man sich an den Trick gewöhnt hat, dann ist es eigentlich ganz cool. Dann funktioniert das ganz gut. Aber man muss sich erstmal an solche Workflows, wie jetzt ein Stück Stein, ein Stück in die Hand zu nehmen und dann Doppelklick da drauf machen, da muss man sich erstmal gewöhnen. Beziehungsweise ich hätte das auch mit Wheat, also ich hätte das auch mit dem Getreide machen können. Ich musste ja nicht unbedingt ein Stück Holz da reinlegen. Aber irgendwie hat sich das komisch angefühlt, das so zu machen. So, das wieder rüber. Jetzt läuft das auf jeden Fall. Das wird auch wieder befüllt. Ich denke mal trotzdem, dass mir meine ganze Anlage derzeit volllaufen wird, weil ich einfach zu viel Zeug habe. Zu viel Zeug habe und zu wenig Platz für mein ganzes Zeug, was ich habe. Das ist momentan das Problem. Obwohl, so viel kann gar nicht mehr kommen, glaube ich. So, das ist jetzt auf jeden Fall alles leer. Das läuft. Was macht der. Was, wo bleibt die Lore, die nächste? Achso, die nächste Lore steht schon da. Was hat sie geladen? Hat die überhaupt noch was geladen? Oh ja, die wird jetzt. Die entlädt sich gerade. Ah, cool. Ja, fein. Wir gehen mal ganz kurz hoch ins Baumhaus. Und zwar will ich ja da den Anvil aufstellen. Und danach machen wir uns mal Gedanken, wie wir. Wie viel habe ich jetzt noch? Achso, ich habe noch knapp 7 Minuten. Danach machen wir uns ein bisschen Gedanken, wie wir das hinkriegen mit der, oh, wie heißt es? Ach so, wie das mit der Umlagerei da unten aussehen kann. Weil, so wie es jetzt momentan ist, ist es zwar cool und das funktioniert ja auch. Und das ist ja auch richtig so. Aber ich habe da eindeutig zu wenig Lagerplatz. So, wenn ich jetzt hier. Ah, guck mal, da hätte ich halt kaum Platz, ne? Hier steht halt ein Bett. Das ist halt auch suboptimal, dass hier irgendwie mittendrin so ein Bett steht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wollen wir den Anvil draußen hinstellen? Draußen die große Schmiede hinbauen? Hier so? Nee, ne? Das ist irgendwie ist es auch nichts. Es ist auch irgendwie nichts Richtiges, nichts Halbes und nichts Ganzes. Den einfach hier so in die Ecke. Einfach so in die Ecke klatschen ist auch immer ein bisschen blöd, ne? Das gefällt mir auch nicht so richtig. Nochmal abbauen. Was wollte ich? Ich hatte mit dem Anvil hatte ich vor. Da hatte ich eine Verzauberung, ne? Die wollte ich auf die. Was ist das hier? Sharpness. Das Schärfe, ne? Das wollte ich auf die Axt drauf machen, ne? Dadurch müsste sie schärfer werden, oder? Attack Speed, Attack Damage. Oh, Damage macht sie dann mehr. Ist es gut für. Oder kann ich das auch hier drauf machen? Ersetzt es den anderen Zauber? Nee, ne?
Nee, das wird einfach oben drauf gerechnet. Aber guck mal, wir kriegen ja zwei Attack-Damage mehr. Oh cool, das machen wir. Zack. Ja, nice. Das ist doch viel geiler. Da ist es doch viel geiler investiert als in als in so eine Axt. Ich gehe mal eine Runde schlafen. Geht noch nicht. Wir brauchen noch Bücher wieder. Stimmt, Bücher brauchen wir auch noch wieder. Und ich will das einfach mal so bauen, wie ich das angedacht habe. Ne? Hier kommen jetzt noch ein paar Bücher rein. Hier oben noch eine. Habe ich Gläser? Oh ja, Gläser habe ich auch dabei. Dann würde ich nämlich hier Glasscheiben reinbauen, dass man auch rausgucken kann. Ne, wenn man hier so drinnen sitzt und verzaubert und hext und sowas irgendwas, dann kann man nochmal rausgucken, wenn jemand hier vorbeiläuft, beziehungsweise kann sich so umgucken. Die Hühner brauchen wir übrigens immer zum Opfern. Ne? Wenn wir irgendwie ein Blutopfer bringen müssen, dann nehmen wir uns ein paar Hühnchen. So, dann kommen jetzt da oben, kommen jetzt noch 1, 2, 3 Bücherregale hin. Da kommen noch 2 hin. Und hier kommen nochmal 4 rein. Das heißt, wir haben 5, wir haben dann 9 nochmal. Ja, 9 und 27. Ich habe geschrieben, ich brauche eigentlich nur 26 Bücher oder so. Ne? Ein Buch ist da, glaube ich, noch irgendwie oder so, habe ich gelesen. Muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal gucken, was das genau war. Wir müssen jetzt eh erstmal Kühe wieder vermehren, bevor wir welche schlachten können. Ich werde das mal hier oben lassen, das Glas. Vielleicht können wir das nochmal gebrauchen. Das ist da ganz gut eigentlich positioniert. Und ich werde jetzt mal eine Lösung schnell schaffen, dass die Filteranlage, die Sortieranlage, noch ein bisschen mehr aufnehmen kann. Beziehungsweise, wir werden irgendwie so zwei Kisten schaffen müssen, wo wir die Getreidegeschichten reinsortieren können. Die Körner auf jeden Fall. Die Körner reinsortieren können. Damit, weil das ist jetzt voll, ne? Ja, es ist fast voll. Dann würde ich nämlich sagen, ich brauche da drunter nochmal irgendwie, ich brauche hier drunter irgendwie noch einen Lagerplatz, wo die dann reinfließen können. Weil, ich muss ja irgendwie eine Trichterstrecke bauen. Ne? Du musst ja irgendwie eine Trichterstrecke bauen. Und ein Trichter kann halt nur nach unten ziehen. So, das heißt, wir werden jetzt. Ich werde das folgendermaßen machen. Wir gehen jetzt hier einfach noch ein bisschen tiefer. So, dann machen wir nämlich hier uns noch einen Kellergang. Zack, zack, zack. Zack, zack. Genau. Jetzt sind wir schon mal hier unter. Dann sind wir schon mal hier unter. Nein, dann sind wir unter der Anlage. Das ist schon mal viel wert. Dann können wir nämlich hier so einen kleinen Raum einrichten, in dem. Achso, ich habe ja auch in der anderen Dings, in der anderen Hand habe ich ja auch Kerzen, sehe ich gerade. Oder Fackeln. So, dann können wir uns nämlich hier einen kleinen Lagerraum einrichten. Erstmal noch so ein bisschen rudimentär. Also quasi noch nicht so high-end ausgestattet, beziehungsweise auch von der Farbgebung noch nicht so hundertprozentig. Das soll jetzt erstmal technisch funktionieren. Das ist jetzt erstmal das Wichtige. Und die Frage ist natürlich auch, ob ich die Kiste noch aufkriege, wenn ich das gleich mache, wo ich das überhaupt hinsetze. Vielleicht brauche ich noch einen Trichter mehr. So, und dann müsste ich, wo ist das? Das ist hier 2, 3, ne? Das ist der müsste das sein, ne? Ja, da ist die Kiste. Siehst du da? Da muss ich nämlich jetzt den Trichter ransetzen und noch einen dran setzen. Und jetzt brauche ich dich noch einen Trichter, damit das hier in diese Kiste reinfließt. Und wir könnten das quasi so machen. Oh, warte mal, wir machen das so. Ich nehme den raus. Ja, genau, das passt noch gerade so. Dann kommt nämlich der und der dahin. Und es fließt hier schon mal rein. Das ist schon mal gut. Dann kann ich jetzt nämlich nochmal sagen, dass ich hier einen Trichter ransetze. Da nochmal einen Trichter ransetze. Habe ich eine Crafting Table dabei? Ne, habe ich nicht. Aber den können wir mal ganz kurz bauen. Wir müssen ja eh überall immer irgendwie was. Ah, cool, dann kann ich sogar die Trichter hier bauen. Siehst du? Pass mich mal auf. Und zwar, was wollte ich? Achso, ich wollte einerseits noch eine Kiste haben. Die brauchen wir ja zum. Wir brauchen zwei Kisten, ne? Wir brauchen zwei Kisten. Ich komme gerade durcheinander. So, eine Kiste. Genau, eine Kiste für die Kiste. Und noch eine Kiste für. Und noch eine Kiste für den Hopper. So, das dahin. Da haben wir nämlich auch Iron gleich. Das passt ja. So, da habe ich einen zu viel gesetzt. Das macht aber nichts. Den nehmen wir gleich wieder raus. So, das heißt, wir setzen den jetzt dahin. Und der Hopper kommt jetzt hier ran. So, dadurch wird das jetzt hier noch reingefüllt. Das heißt, wir haben jetzt einen Pufferspeicher von drei Kisten für die Seeds. Ne? Für die Seeds haben wir jetzt einen Pufferspeicher von drei Kisten. So, und jetzt können wir nämlich hier unten reingehen, ne, und sagen, alles klar, da unten sind unsere Seeds, da knallen wir unsere Tasche mit voll und dann gehen wir los, die Anlage wieder pflanzen. Ne, das ist so der Grundgedanke hier dran. Das Teil hier könnten wir natürlich noch ein bisschen hübsch machen jetzt, ne?
Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben fast gar keine Zeit mehr. Wollte ich sonst noch irgendwas machen? Komm, wir gehen noch mal schnell Kühe vermehren. Das würde ich noch gerne schnell machen. Und da wollte ich mir eigentlich Gedanken machen, wie das aussieht mit der Strecke mit der Strecke rüber für die Bahn. Aber da habe ich noch gar keine Gedanken so irgendwie. Also ich will das unterirdisch machen, ne? Ich will das unterirdisch machen. Und ich glaube, die Bahn wird auf der anderen Seite vom Haus rauskommen. Also hier drüben auf der Seite vom Haus wird irgendwie die Ladestation sein. Ja. So habe ich Weizen dabei. Ich bin auch schlau, ne? Ich laufe von der Anlage weg, wo ohne Ende Weizen drin ist, nehme aber kein Weizen mit, um dann die Kühe zu vermehren. Ja, es gab den Hinweis, ich soll die Türen schließen. Ach ja, die Türen wollte ich schließen, ne? Vielleicht denke ich morgen in der Folge daran, das zu machen. Ich werde übrigens in der Sonntagsfolge leider keine Grüße rausschicken können, weil die Sonntagsfolge nehme ich jetzt auch im Anschluss auf. Das heißt, ihr konntet dieses Video hier noch gar nicht kommentieren. Das muss ich aber machen, ansonsten komme ich zeitlich so im Verzug. Ich könnte es maximal rauszögern mit der Sonntagsfolge, dass ich sie samstags nachmittags aufnehme. Aber das ist dann auch nicht besonders. Also es ist irgendwie das Gleiche, ne, ob ich es jetzt aufnehme oder Sonntagnachmittags. Das Einzige ist halt, dass ich dann halt beim Rendern. Alter, euer Ernst? Scheiße, die zerquetschen sich dann, ne? Das Einzige ist halt, dass ich das Rendern halt über Nacht machen kann. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde Samstagnachmittag machen, dann müsste das Rendern halt irgendwie über Tag passieren und das ist irgendwie nicht so gut. Und dann gibt es vielleicht Probleme beim Upload bei solchen großen Dateien und das ist dann immer schrecklich. Oh fuck it, ey, wo willst du denn hin da oben? Du willst wo ausbrechen, wa? Alter, ich wüsste hier, wir müssen glaube ich ein paar Kühe schlachten gleich. So, wir schlachten jetzt gleich im Anschluss noch. Zack. Oh. Ich habe jetzt hier mehr drauf. Boah. Wow. Also ich dachte echt, dass ich jetzt hier deutlich mehr drauf hätte. Dass ich die One hätte. Aber so ist es noch nicht. Scheiße, schon wieder abgehauen. So, euch auch weggehauen. 6 Leder schon, das ist gut. Den zweiten wollte ich gar nicht treffen. Ich muss schneller werden mit dem Doppelschlag. Beziehungsweise der Doppelschlag muss sitzen. Eine kleine Kuh will ich nicht töten. Zack, dich aber. Oh, habe ich die Kleine erwischt? Nee, ne? Nö. Wo sind denn jetzt die schon wieder hin? Da. Zack. Da läuft schon wieder eine. Wie am Spieß. Ich brauche 27 Leder, ne? Gut, ich mache jetzt erstmal hier Feierabend. Ich will jetzt auch nicht zu viele Kühe töten. Wir müssen auch wieder für die Nachzucht sorgen. Wir bringen jetzt nochmal ganz schnell das Fleisch in den Keller. Und dann war es das eigentlich auch mit dieser Folge heute schon wieder. Und morgen werden wir wahrscheinlich viel, viel buddeln müssen. Gucken müssen, wo wir irgendwie hinkommen. Dass wir. Achso, ich wollte den Keller runter, ne? Dass wir halt die ganzen Bahnschienen bauen können. Für die Zulieferer, für die Minecarts, die dann halt die fertigen Produkte rüberbringen sollen. Und vielleicht baue ich mir auch tatsächlich nochmal irgendwie was, dass ich für die Kühlkammer irgendwas habe. Vielleicht bauen wir für die Kühlkammer auch ein Sortiersystem. Das finde ich nämlich irgendwie geil. Und wenn man dann oben das reinschmeißt und das Sortiersystem das dann automatisch sortiert, das ist schon cool. Und dafür, dass es Vanilla ist es echt nice. So, das da rein. Guti, meine Freunde, ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für eure ganze Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns am Sonntag zu einer Stunde Minecraft-Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.